In diesem Video erfährst du das Wichtigste rund um das Thema Likert-Skala. Dies ist das dritte Video zum Thema Fragebogen. Wenn du magst, kannst du die Inhalte gerne in unserem Buch Fragebogen leicht gemacht nachlesen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Starten wir mit der wichtigsten Frage. Wofür brauchen wir denn überhaupt eine Likert-Skala? Nehmen wir an, du hast eine Hypothese formuliert, in der eine nicht direkt messbare Variable, eine sogenannte latente Variable vorkommt. Latente Variablen sind zum Beispiel das körperliche Wohlbefinden und das Umweltbewusstsein. Warum sind diese Variablen denn nicht direkt messbar? Natürlich könntest du in deinem Fragebogen einfach fragen, wie hoch ist ihr Umweltbewusstsein? Nur mit dieser einen Frage wirst du das Umweltbewusstsein sehr schwer bzw. nur sehr ungenau messen können, da das Umweltbewusstsein aus mehreren Dimensionen besteht. Die erste Person denkt sich, ich bin in einem Tierschutzverein und kümmere mich um notleidende Tiere und kreuzt sehr hoch an, macht aber auf der anderen Seite dreimal im Jahr eine Fernreise mit dem Flugzeug. Die nächste Person denkt sich, naja, mein Bewusstsein für die Umwelt ist sehr hoch. Ich weiß, dass man eigentlich Müll trennen sollte und nicht die ganze Zeit mit dem Auto fahren sollte. Da ist mein Bewusstsein für die Umwelt hoch, aber ich halte mich nicht dran. Kreuzt diese Person dann hoch oder niedrig an? Also, du kannst natürlich einfach nur diese einzige Frage zur Messung des Umweltbewusstseins stellen. Mit den Antworten wirst du aber nicht viel anfangen können. Um dennoch latente Variablen wie das Umweltbewusstsein hinreichend messen zu können, verwendet man nun Skalen. Eine Skala ist eine Gruppe von Fragen, zum Beispiel Frage 1, 2, 3 und 4, mit den Antwortmöglichkeiten von trifft zu bis trifft nicht zu. Diese Fragen dienen gemeinsam dazu, eine latente Variable zu messen. Dadurch, dass du mehrere Fragen verwendest, wird deine Messung genauer. So eine Skala wird auch als Multi-Item-Skala bezeichnet. Die bekannteste Skala ist die Likert-Skala. Bei der Likert-Skala handelt es sich um ein Verfahren, mit dem persönliche Einstellungen gemessen werden können. Die Likert-Skala besteht aus mehreren Fragen, sogenannten Items. Items sind Aussagen, die den Grad der Zustimmung oder Ablehnung der Befragten erfassen. Die Befragten können also auf einer mehrstufigen Antwortskala angeben, wie sehr sie eine Aussage ablehnen oder zustimmen. In der Regel wird ein 4- oder 5-stufiges Rating verwendet. Ob eine Mittelkategorie sinnvoll ist oder nicht, kann nicht pauschal gesagt werden. In einigen Fällen macht es Sinn, dass die Befragten eine neutrale Mittelkategorie zur Verfügung haben, um nicht in eine Richtung gedrängt zu werden. Andererseits besteht die Gefahr, dass viele Befragten gerne einfach die Mittelkategorie wählen, wodurch deine Ergebnisse weniger aussagekräftig werden können. Die nächste Frage ist nun, wie komme ich zu den richtigen Fragen? Denke ich mir die Fragen einfach selber aus? Das ist keine gute Idee. Denn in diesem Fall müsstest du erst aufwendig prüfen, ob deine Fragen wirklich die latente Variable korrekt messen. Der saubere Weg ist, eine Literatur- und Skalenrecherche durchzuführen und herauszufinden, ob es bereits validierte Fragen gibt, mit denen du deine Variable messen kannst. Was ist der einfachste Weg, um mit einer Literatur- und Skalenrecherche zu starten? Wir fangen einfach quick and dirty an und googeln einfach mal nach Umweltbewusstsein Fragebogen. Und das erste Ergebnis sieht ja schon mal recht vielversprechend aus. Allgemeines Umweltbewusstsein. CIS ist ein Open Access Repositorium für sozial- und verhaltenswissenschaftliche Erhebungsinstrumente. Also klicken wir einfach mal drauf. Unter Überblick sehen wir eine Zusammenfassung. Die Skala Allgemeines Umweltbewusstsein erfasst Umweltbewusstsein als allgemeine Überzeugung oder Weltbild. Die Erfassung des Konstrukts basiert auf einem Rational Choice Modell und so weiter und so fort. Also, das hört sich schon mal gut an. Nun klicken wir einfach auf Instrumente und siehe da, hier finden wir Items, mit denen wir das allgemeine Umweltbewusstsein abfragen können. Jetzt brauchst du diese Fragen nur noch in deinen Fragebogen kopieren und die Quelle sauber in deine Abschlussarbeit zitieren. Damit du eine Vorstellung hast, wie das dann in deinem Fragebogen aussieht, erstellen wir einfach mal einen Frageblock mit DataTab. Wir gehen auf Online-Umfrage, klicken auf Neue Frage und wählen Einfachauswahl Tabelle Matrix aus. Nun kopieren wir einfach die Fragen hier rein. Als Beispiel sollten die ersten drei reichen. Und die Ratings kommen in die Spalte. In deinem fertigen Fragebogen sieht es dann so aus. So, jetzt sendest du deinen Fragebogen aus und lässt ihn ausfüllen. Gehen wir davon aus, dass du genug Rückläufe erreicht hast und deine Umfrage fertig ist. Was machst du nun mit den Antworten? Das schauen wir uns jetzt an. Damit wir nicht zu viel Text haben, nehmen wir einfach wieder dieses Beispiel. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer deiner Umfrage haben nun für Frage 1 bis 4 irgendwas von trifft zu bis trifft nicht zu angekreuzt.
Nun kannst du dir die fertige Umfrage nach Excel oder DataTab exportieren. Dann ist in jeder Reihe eine befragte Person und in den Spalten die vier Fragen. Die erste Person hat bei Frage 1 2 angekreuzt, bei Frage 2 1, bei Frage 3 3 und bei Frage 4 2. Nun möchtest du mit diesen vier Fragen deine latente Variable messen. Bei Likert-Skalen wird in der Praxis häufig metrisches Skalenniveau angenommen. Streng genommen sind die Antworten auf einer Likert-Skala ordinal skaliert. Denn die Abstände zwischen den Antworten werden von den Umfragenteilnehmerinnen wahrscheinlich nicht als gleich wahrgenommen. Der gängigste Weg ist daher, dass du einen sogenannten Mittelwertsindex bildest. Hierfür berechnest du einfach den Mittelwert jeder Reihe. Damit hast du nun eine Schätzung für deine Variable. Du kannst auch ganz einfach mit DataTab den Mittelwertsindex bilden. Hierfür kopiere deine Daten einfach in diese Tabelle und klicke auf Daten transformieren. Nun klickst du auf Indexbildung und wählst Frage 1 bis 4 aus. Dann auf Mittelwertindex klicken und den Namen für deine neue Variable eintragen. Fertig. Und deine neue Variable wurde angelegt. Nun kannst du noch prüfen, ob deine Frage, vereinfacht gesagt, wirklich eine latente Variable misst oder nicht. Dies kannst du mit dem Cronbach Alpha machen. Schau dir hierzu gerne mein Video an. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem nächsten Video, wo du erfährst, wie du mit DataTab online deine Fragebogen erstellen kannst und abschicken kannst. Bis gleich!